Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Add-on-Tipp. Diesmal möchte ich euch Rematch vorstellen. Ein Add-on, das jeden Haustier-Fan in WoW das Leben erleichtert. Ihr könnt dort Teams speichern für jeden einzelnen Trainer in WoW oder ihr habt weitere Filter, wo ihr gezielt nach Haustieren suchen könnt und noch vieles, vieles mehr. Wie das Ganze nun aussieht, das zeige ich euch in-game und da sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich! So, meine Lieben, und da sind wir nun auch schon im Spiel. Und wenn ihr das Addon runterladet und auch installiert, dann ist das eigentlich auch schon alles aktiviert, wenn ihr einloggt. Und dann kann das Ganze eigentlich auch schon losgehen. Den Link zu dem Addon findet ihr natürlich wie immer auch unten in der Videobeschreibung. Und auch bei der Installation selber braucht ihr nicht groß irgendwas zu beachten. Das wird ganz normal installiert, wie auch jedes andere Addon. So, wie gesagt, wenn ihr einloggt, dann ist das Ganze auch schon aktiviert. Wir können sofort loslegen. Wir öffnen jetzt einmal hier unser Wildtierführungsfenster und ihr seht hier auch schon, es hat sich verändert. Wir haben hier oben neue Buttons dazu bekommen, hier unten auch neue Reiter dazu gekriegt. Genauso auch hier ein drittes großes Fenster, wo wir dann halt unsere Teams speichern können. Bei euch sollte das Ganze natürlich alles hier noch komplett leer sein, weil ihr noch keine Teams drin habt. So, zum Addon selber oder auch zu dem Video selber hier muss ich dazu sagen, dass ich hier auf das Wichtigste eingehen werde, das Wichtigste erklären werde. Alles kann ich einfach nicht erklären, weil das Video dann ultra lang werden würde und genauso auch sind viele weitere Optionen, die ich halt nicht erkläre, auch wirklich selbsterklärend. Man muss einfach nur mal ein bisschen lesen und sich da reinfummeln, das ist eigentlich keine Schwierigkeit. Wer aber doch trotzdem immer noch nach dem Video Fragen hat oder irgendwas nicht funktioniert oder so, gerne damit ab in die Kommentare und ich werde euch natürlich da versuchen zu helfen. So, ich würde sagen, wir fangen auch gleich einmal an. Das erste, was wir hier unten sehen, ist einmal ein kleiner Haken, womit wir halt dieses aktuelle neue Fenster hier deaktivieren können. Und wenn ich das jetzt mache, ich mache das jetzt einmal so, dann kommen wir einmal in das alte hinein. Also wir können zwischen dem neuen und dem alten hin und her switchen, warum auch immer. Ich wüsste jetzt nicht wieso, vielleicht um irgendwas mal zu vergleichen oder sowas, ne? Dann könnte das jederzeit auf jeden Fall machen. Das nächste einmal ist hier oben die große Leiste, die wir jetzt hier oben sehen. Da hat sich jetzt auch ein bisschen was getan. Das erste, was wir hier sehen, ist einmal in der Mitte unserer Folge. Die haben wir im alten Fenster auch. Das ist jetzt nichts Neues. Wir können auch immer noch da draufklicken, kommen dann in dieses Erfolgsfenster hinein, auch gleich in den richtigen Tab und können dann halt sehen, welche Erfolge uns noch fehlen, was wir noch brauchen und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt aber mal nach links gehen, sehen wir jetzt hier einen... ein Fenster, ein Tab, wo wir sehen können, wie viele Haustiere wir insgesamt haben und wie viele davon einzigartig sind. Und wenn wir jetzt hier draufklicken, kriegen wir auch noch eine schöne kleine Statistik zu sehen, unserer Sammlung, wie viele Tiere überhaupt in diesem Spiel da sind, also wie viele einzigartige, wie viel Prozent wir davon haben, welche wir doppelt haben oder besser, wie viele wir doppelt haben, wie viele wir auf 25 haben, welche uns noch fehlen. Ihr könnt ja auch noch verschiedene Kategorien auswählen, dann noch mal ein bisschen nachschauen. Ihr könnt hier nach sortieren nach Typ, wir können ja auch noch sortieren nach Quelle. Also mir fehlen zum Beispiel noch von den Berufen her 17 Haustiere. Ne? Also ihr könnt ja super schön schauen, wo fehlt mir noch was, wo kann ich noch was gebrauchen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache und ich habe dadurch auch noch das eine oder andere Haustier gefunden. So, das nächste, was wir haben, ist einmal hier rechts. Das sind diese Buttons, die dazu gekommen sind. Den ersten kennen wir noch vom alten Fenster, der war da ja auch schon. Und dann haben wir hier noch so weitere Buttons dazu gekriegt. Das sind so Sachen, Items, die wir halt für diese Haustierkämpfe benutzen können. Wie zum Beispiel halt hier diese Haustierbandagen, die wir ja kennen. Den Safari-Helm, wer den natürlich hat, kann den hier mit einem Klick aufsetzen. Und natürlich auch mit einem Klick wieder absetzen. Genauso auch die Leckerlis brauchen wir nicht großartig mehr in unseren Taschen rumwühlen, suchen. Wo habe ich die, wo sind sie? Ein Klick hier drauf und dann könnt ihr die sofort benutzen. Meine Taschen sind meistens sogar immer voll und ich finde das sowieso nie wieder. Also für mich natürlich das Beste, was es hier geben kann. Ein Klick und fertig. Genauso hier natürlich auch. Haustiere können wir hier noch beschwören, wenn wir da das möchten. Und natürlich auch wieder wegschicken. Können wir auch machen. Diese Buttons hier, die ihr jetzt hier seht, sind hier nicht auch nur in diesem großen Fenster zu finden, sondern die sind auch noch woanders zu finden, in so einem kleinen, kompakten Fenster. Dieses kleine Fenster geht aber nur
auf, wenn mir jetzt hier so ein Trainer oder neben mir so ein Haustier anvisieren. Ich zeige euch das einmal. Zack. Da geht das kleine Fenster auf und hier unten seht ihr dann diese genau die gleichen Buttons nochmal und könnt da natürlich genauso den Safari-Helm aufsetzen und wieder absetzen und genauso natürlich auch die Leckerlis benutzen. Zu den kleinen Fenstern komme ich dann gleich noch zu, das erkläre ich euch gleich noch näher. Wir gehen erstmal wieder in das Große und beim Großen gucken wir jetzt mal bei den Filtern. Bei den Filtern hat sich auch viel getan. Da haben wir einige dazu bekommen, wie wir können jetzt auch nach Haustiere Typen sortieren, Stärke, C, Seltenheit. Glaube, das Seltenheit war auch beim Alten noch. Stufe nach Brut, was ich sehr oft benutze. Das ist wirklich sehr, sehr schön ist, denn wir können natürlich von den Haustieren immer 3 Stück sammeln. Also von einem Haustier 3 Stück. Und diese 3 Stück können natürlich aber von den Werten anders sein. Das heißt, das erste kann Gleichgewicht sein, das zweite kann Zerstörung sein, das dritte kann Kraft sein, ne, und so weiter und so fort. Kommt natürlich aber immer darauf an, welche möglichen Brutarten, so nenne ich das jetzt einfach mal, Brutarten es gibt von diesem Haustier. Jedes Haustier ist anders, jedes kann andere Werte haben. Also da muss man immer so ein bisschen schauen. Und da ist dieser Filter hier wirklich wunderbar, um zu gucken, was fehlt mir noch, was brauche ich noch, was kann ich noch haben. Ne? Zudem, was kann ich noch haben? Da komme ich jetzt zu. Und zwar, ich gehe mal hier auf das zweite, das hat mehr Informationen. Und zwar, wenn ich jetzt hier über das Haustier gehe, seht ihr, geht rechts so eine kleine Information auf, Fenster auf, wo wir viel, viel mehr Informationen über das Haustier bekommen. Erstmal natürlich, welche Stufe es hat, ob es selten ist, wie viele ich davon schon gesammelt habe. Ihr seht jetzt, davon habe ich 1 von 3. Und natürlich auch, welche Brutart es hat. Also meins ist zum Beispiel jetzt diese Würfel, das heißt Gleichgewicht, ne? Meins ist zum Beispiel auf Gleichgewicht von den Werten her. Und darunter seht ihr dann auch noch, welche Brutarten es noch von diesem Haustier gibt. Das ist wirklich richtig interessant und auch die Information, man muss nicht lange googeln oder irgendwie sowas. Man hat das da alles gleich im Spiel vorhanden. Besser geht es ja eigentlich gar nicht mehr. Ist auf jeden Fall eine Zeitersparnis auch. Ne? Ihr könnt da gleich gucken, was euch da noch fehlt, was es hat und ja. Ne? Genauso auch, wo ihr das kriegen könnt. Und zwar, wenn ihr hier auf alte also auf eurer Tastatur auf Alt klickt, die Taste, dann, ne, dann switcht einmal das Fenster rüber und ihr seht noch, welcher Verkäufer das ist, genauso Fraktion, wie viel es kostet und noch weitere Infos über das Tier. Also es ist wirklich, also ich möchte es auf jeden Fall nicht mehr missen und ich habe schon so viel Zeit damit einfach gespart, zu sehen, wo kriege ich das, wo kann ich das holen, muss nicht großartig irgendwo nachfragen oder suchen oder irgendwie sowas. Wunderschön, wunderbar und wie gesagt, ich will es nicht mehr missen. So, das nächste, was wir dann haben, ist einmal hier in der Mitte das Fenster. Das Fenster ist dafür da, dass wir da jetzt halt die Haustiere reinpacken können, also auch einfach rüber switchen, so, und da die Haustiere natürlich dann, ja, für den Trainer oder für das Haustier oder was auch immer noch abspeichern können. Ich zeige euch das Ganze mal. Ich habe hier unten noch so ein kein 25er drin. Das switchen wir mal so, dass wir nur 25er haben. Und wir erstellen uns jetzt mal ein neues Team. Und dafür müssen wir hier einmal einen neuen Reiter erstellen. Viele haben das auch so, also ihr könnt so viele Reiter hier haben, wie ihr wollt. Viele haben es auch so, dass sie Reiter haben und die Teams so sortiert haben nach Add-ons oder nach Gebieten. Ne? Das könnt ihr alles so machen, wie ihr das gerne möchtet. Ne? Ja, wie gesagt, wir machen jetzt mal einen neuen Reiter. Den neuen Reiter nennen wir jetzt einfach mal PvP-Teams. Das sind meine ganzen PvP-Teams zum Beispiel in diesen Reitern. Ne? Ihr könnt natürlich hier auch ein eigenes neues Icon wählen, was ihr da gerne haben wollt. Ne? Nehmen wir hier einmal die Wurst. So, ne? Das ist zum Beispiel jetzt mein Reiter für die PvP-Teams. Und ich habe jetzt hier auch schon ein PvP-Team zusammengesammelt, geguckt, ja, diese 3 will ich haben. Und dann gehe ich hier auf Speichern als. Das ist wichtig. Nicht auf Speichern, weil das Speichern ist der erste Button. Speichern ist nur dafür da, um das aktuelle Team, was geladen ist, abzuändern, zu gucken, dass man vielleicht ein Haustier auswechselt oder irgendwie sowas, dann immer hier auf den ersten Button, damit speichert ihr es dann, ne? Aber wenn wir komplett Neues erstellen wollen, dann hier auf Speichern als und dann können wir denen auch noch einen Namen geben, wenn wir wollen, PvP, ups, so, PvP Team 1, ne? So, fertig, aus.
Das reicht auch schon. Einfach speichern klicken und dann haben wir das schon da hier oben. Das nächste, was natürlich super toll ist und ich euch das auf jeden Fall empfehlen würde, dass ihr das immer macht, soweit es halt möglich ist, außer ihr stellt jetzt so ein PvP-Team oder sowas. Wenn ihr das Team speichert für einen Trainer oder hier so für so ein Haustier, ne, zum Beispiel für Klitzekleine oder irgendwie sowas, dann benutzt immer die Target-Funktion. Das heißt, ich zeige euch das nochmal. Wir erstellen nochmal ein neues. Und dann haben wir hier einmal die Target-Option. Da ist jetzt zum Beispiel kein Ziel drin, ne? Das heißt, wir gehen hier unten auf nennenswerte Ziele, suchen hier natürlich aus, wo dieser Trainer ist. Ihr müsst so ungefähr so ein bisschen wissen, um welchen Trainer es sich handelt. Hier sind alle Trainer drin, die es in ganz WoW gibt. Also es sollte eigentlich keiner fehlen. Und wir nehmen jetzt einmal einfach einen aus dem, ja, hier aus dem Tanan-Dschungel. Da fehlt mir noch der Netherfaust, ne, also dieses Haustier, was wir da besuchen können und, ne, mit dem kämpfen können. Das nehmen wir jetzt einfach mal, klicken drauf und dann seht ihr, wird da auch gleich hinzugefügt. Das Target wird auch gleich hinzugefügt. Da können wir hier dann einfach nur noch auf Speichern klicken, wenn wir wollen. Wir können natürlich auch die Teams in die verschiedenen Reiter, wenn wir mehr Reiter haben, können wir hier natürlich den Reiter auch noch entsprechend auswählen. Aber es reicht so, ihr sollt in dieses PvP-Team einfach rein, weil wir das einfach jetzt wollen. Und klicken hier auf Speichern. Und ihr seht, dann steht das hier auch gleich. Für dieses Haustier, für diesen Trainer ist halt dieses, ja, dieses Team abgespeichert. Und das Schöne ist jetzt, wenn wir jetzt in den Tanan-Dschungel fliegen würden, diesen Netherfaust besuchen würden und ich den anvisiere, dann wird nämlich automatisch genau dieses Team geladen und ich kann sofort loslegen und mit ihm kämpfen. Einfacher geht's nicht mehr und schöner geht's auch nicht mehr. Also wunderbar, ich möchte diese Option nicht mehr missen, ey. Auf keinen Fall. Es ist einfach Zeitersparnis. Es ist super einfach, super schnell. Denn ihr seht nachher, das ist mein, hier, das ist mein erster Tab. Ihr seht nachher, wie viele Teams, wie viele Trainer ihr hier drinnen gespeichert habt. Wie viele einfach. Und ihr sucht euch denn dumm und dämlich für den jeweiligen Trainer, denn dieses Team rauszusuchen, ne? Ihr könnt zwar noch hier die Suchenoption hier oben nutzen. Natürlich könnt ihr auch machen. Ist aber auch wieder Zeit, die ihr in Anspruch nimmt. So wird es automatisch gleich geladen, wenn ihr halt diesen jeweiligen Trainer anklickt und ihr könnt sofort loslegen. Ne, das ist nun mal so ein Tipp von mir. Also wenn es möglich ist, auf jeden Fall immer das Target einstellen. So, das nächste, was hier auch noch ist, ihr könnt die einzelnen Teams, ich gehe auch mal auf meine Liste hier oben, die einzelnen Teams könnt ihr weiter versenden, verschicken, kopieren, an Freunde weitergeben, in dem Forum weitergeben oder. Ganz egal. Das heißt, ich gehe hier einfach mit einem Rechtsklick auf das jeweilige Team hier unten auf Teilen und dann muss ich halt so ein, das ist ein ganz, ganz langer Code, den ihr dann bekommt, exportieren und diesen Code gibt ihr dann weiter an Freunde, wie gesagt, oder im Forum, wo immer ihr in den teilen wollt. Genauso, wenn ihr im Forum solche Links findet, könnt ihr die auch jederzeit importieren. Ne? Das macht ihr hier einmal weiter unten, Team importieren, Link einfügen, STRG und V müsste das ja sein und dann, ja, kopiert ihr den rein, importiert den rein und dann habt ihr das Team hier drinne. Ihr müsst da nicht stundenlang irgendwie nachsuchen nach irgendwelchen Haustieren, welches hattet ihr denn da drinne, welches Team und so weiter. Genauso könnt ihr auch den ganzen Reiter, ich könnte jetzt zum Beispiel meinen ganzen Reiter, den ihr jetzt hier seht, kann ich euch jetzt weitergeben, wenn ich das möchte. Ne? Einfach rechtsklick dann auf den Reiter, den dann exportieren und dann kann ich euch diesen ganz langen Link geben und ihr könnt zum Beispiel diesen ganzen Reiter hier dann importieren. Ganz einfach, ganz simpel und ganz schön gemacht, ne? Einfacher geht's doch nicht mehr. So, jetzt überlege ich gerade, das ist eigentlich so das, was jetzt am wichtigsten ist. Ach so, was wir noch machen können, genau, das darf ich noch nicht vergessen. Für die Leute, die natürlich Haustiere leveln, haben wir noch die Sache oder die Option auf jeden Fall hier einzelne Haustiere, egal welchen Slot ihr haben, hier haben wollt, ersten, zweiten, dritten, das ist völlig egal, den leer zu machen. Das heißt, wir gehen einmal auf das Haustier hier, Rechtsklick, Haustier zum Leveln hinzufügen, das ist einmal dieses hier. Klicken drauf, dann fragt er uns, ob wir das überschreiben wollen, ne? Ja, wollen wir. Und ihr seht, dann ist das Haustier aus diesem Slot raus. Und in diesem Slot wird immer automatisch ein Haustier reingefügt, welches wir leveln wollen. Und diese Level-Haustiere haben wir hier im zweiten Tab drin.
Da können wir jetzt sortieren, welches Haustier denn in diesen Slot reinkommen soll. Also passiert alles automatisch, ihr braucht nichts groß irgendwas machen. Hier zum Beispiel, den können wir noch reinfügen. Genauso auch hier den Mana-Fresser. Wo haben wir ihn da? Genau, den Mana-Fresser. Und ich sage hier zum Beispiel auch, den Mana-Fresser möchte ich gerne als erstes leveln. Der soll als nächstes drankommen oder als erstes gelevelt werden. Dann einfach Rechtsklick drauf. An den Anfang verschieben, wir kriegen dann auch eine Meldung, jetzt wird gelevelt, der Mana-Fresser, und dann wird er bis 25 gelevelt, so lange wie wir das halt gerne möchten, und wenn er 25 ist, dann wird er automatisch aus dieser Liste entfernt, wir kriegen auch eine Meldung, Mana-Fresser ist 25, wird entfernt, jetzt levelt der Dunkelmond, das Dunkelmondauge wird jetzt gelevelt. Also da geht hier nach der Reihe. Ihr könnt die Reihe hier abändern, wie ihr das wollt. Ihr könnt natürlich auch die Haustiere jederzeit wieder rausnehmen, ne? Mit aufhören zum Leveln. Könnt ihr natürlich auch jederzeit wieder rausnehmen. Schöner geht's nicht mehr, einfacher geht's nicht mehr. Und wie gesagt, jedes Mal wird automatisch das nächste Haustier dann in diesen Slot hineingefügt. Und ihr könnt schön eure Haustiere leveln. Das nächste, was wir haben, ist einmal der letzte Tab hier unten eigentlich. Die Optionen, da sind so viele Optionen. Wie gesagt, da müsst ihr euch mal ein bisschen durchfummeln, ein bisschen durchlesen. Vieles ist auch selbsterklärend. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, jetzt überlege ich gerade. Genau, hier oben, der Tab. Da haben wir einmal die Möglichkeit, mit diesem automatischen Laden von diesen Teams, wovon ich schon so viel jetzt geredet habe. Das ist der zweite Punkt hier. Diesen, wenn ihr das möchtet, dass die Tiere halt automatisch laden, für die ihr halt das abgespeichert habt, ne, für diesen jeweiligen Trainer oder auch hier dieses Haustier, dass sie automatisch gleich laden, dann ist es hier der zweite Punkt. Und wenn ihr aber sagt, so, nee, es soll mir zwar anzeigen, das Team, aber ich möchte das selber laden, weil ab und zu habe ich doch mal ein anderes Team, dann wäre das die erste Funktion. Ich zeige euch das einmal hier. Wir visieren wieder klitzekleiner an, öffnet sich hier wieder das kleine Fenster. Und da seht ihr jetzt hier unten das Team, was er uns vorschlägt oder dass er sagt halt, Moment, das Team hast du abgespeichert für diesen klitzekleiner. Und das könntest du jetzt hier mit diesem Button laden, wenn ich das will. Aber, wie gesagt, hier oben haben wir dann noch ein anderes Beispielteam, weil ich das jetzt gerade mal ausprobieren will für diesen, für diesen klitzekleiner. Sagen so, oh, ich probiere das mal mit den Haustieren, ob das besser klappt, ne? Ist wieder Geschmackssache, wer das gerne möchte, gerne, soll das gerne so machen. Ich zum Beispiel nehme aber meistens immer dieses automatische Laden, weil es einfach schneller geht und ich halt meine Tiere oder meine Haustiere schon so für die Trainer halt immer abgespeichert habe. Ne? Muss jeder, wie gesagt, für sich selber wissen. Das nächste, was vielleicht auch noch interessant ist, ist einmal hier das Erscheinungsbild. Hier können wir die Namen nach den Seltenheiten einfärben. Das heißt, selten ist ja blau, schwache sind grau, ne, und so weiter. Und wenn wir den Haken rausnehmen, dann sind die halt alle gleich von den Farben her. Ihr seht das ja hier. Und mit dem Haken hier können wir das reinpacken und dann sind die halt alle nach den Seltenheit und nach den, ja, nach den Farben halt eingefärbt. Ne? Hier unten seht ihr eine Motte, die ist grau. Die ist zum Beispiel bei mir noch schwach, dann ist sie grau. Und ne, ihr seht das ja. Also so werden die eingefärbt. Ist eine ganz schöne Sache. Da hat man das so ein bisschen mehr im Überblick zum Beispiel. Genauso könnte man auch hier die Stufen von den Tieren, die 25 sind, die ausblenden, dass man nur diese Haustiere sieht mit den Stufen, die halt noch keine 25 sind. Kann man auch noch machen, wie das gerne haben mag. Das nächste, was wir auch noch haben, das ist mit diesen Haustierkarten und auch Notizen. Wir können natürlich für die Haustiere jederzeit auch Notizen anlegen. Und auch diese Karten, die ihr jetzt hier immer rechts immer seht, wenn ich halt über so ein Haustier gehe, ne, die können wir halt auch nicht rechts anzeigen lassen, sondern hier gleich am Fenster. Wer das lieber hat, kann das natürlich auch gerne tun. Ich habe die lieber aber immer rechts, deswegen lasse ich die immer hier anheften. Na, dann sind die wieder rechts alle. Genauso auch Notizen können wir hier anlegen. Einfach hier Rechtsklick auf das Team und dann steht es hier unten schon Notizen setzen und dann könnt ihr loslegen, was schreiben dazu für das Team, weil zum Beispiel das Team ist wunderbar oder hier muss ich austauschen zwischen denen und denen oder die Attacke muss als erstes gesetzt werden, dann könnt ihr halt Notizen anlegen und diese Notizen könnt ihr natürlich sagen, hier mit dieser Option, dass die gleich beim Anvisieren angezeigt werden oder beim Kampf angezeigt werden oder nur pro Team einmal angezeigt werden und ihr seht es ja hier, es sind wunderbar viele Optionen und ihr könnt so viel einstellen und anpassen, so wie ihr das gerne haben möchtet.
Ja, das ist eigentlich so im Großen und Ganzen das ganze Add-on. Das ist wirklich super kompakt, super viel zu machen und erleichtert euch so die Handhabung in diesem Spiel. Also es ist Wahnsinn. Ich habe da, wie gesagt, mit den Haustierteams und die Trainer da extra abgespeichert und nur noch anvisieren. Dann werden die Teams geladen und wunderbar. Also ich möchte es nicht mehr missen. Ich kann es euch nur empfehlen. Wie gesagt, alles unten auch nochmal in der Videobeschreibung. Die Links zu dem Add-on. Und natürlich, wenn ihr noch Fragen habt, wenn euch da irgendwas fehlt oder was nicht funktioniert oder wie gesagt, wenn irgendwas sein sollte, gerne damit ab in die Kommentare. Ich versuche natürlich so schnell wie möglich zu antworten darauf. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video soweit gefallen hat, freue ich mich immer über ein Däumchen nach oben. Und sonst sehen wir uns natürlich, wenn ihr es möchtet, zum nächsten Add-on-Tipp wieder. Ne? Also, bis bald. Bye, bye.